Hier ist Ronja und willkommen zu einem neuen Video, in dem wir heute mal 7-Sekunden-Rätsel lösen. Ich habe schon mal ein Rätselvideo gemacht, das ist aber schon einige Zeit her, das war damals noch mit Tops. Falls ihr euch das angucken möchtet, verlinke ich euch das selbstverständlich hier oben. Ansonsten würde ich sagen, wir haben 12 harte Rätsel mit Antworten für Kriminalitätsexperten. Ich natürlich sehe mich ein bisschen als kleinen Kriminalitätsexperten, deswegen würde ich sagen, wir gucken uns den Spaß mal an. Das Originalvideo ist selbstverständlich unten verlinkt. Und ihr könnt ein bisschen miträtseln. Und es sind 12 Rätsel, das heißt, ich hätte gerne von jedem von euch mindestens mal... Ihr dürft... Ja, komm, machen wir 10, ja? Machen wir 10. 10 Antworten in den Kommentaren, ja? Was das für Rätsel sind. Ich glaube, vielleicht mache ich auch nur 10. Mal gucken, falls die zwei letzten mir zu knifflig sind. Los geht's. Wer hat eine Freundin? Okay. Oh Gott, das rennt durch. Ich sag derjenige, der sich die Zähne putzt, weil das Zähneputzen bringt dir mehr, wenn du eine Freundin hast, als das Bart rasieren. Oh, okay. Die zweite Zahnbürste. Ja klar, die Zahnbürste habe ich gesehen. Richtig, richtig. Okay, wer hat eine Freundin? Oh, wird schon wieder werden eine Freundin. Links, da, hier, mal sagen, ist ein BH. Habe ich direkt gespottet. Easy. Ich brauche nicht mal die 7 Sekunden. Ich bin ein Kriminalitätsexperte, also... Die beiden habt ihr bestimmt auch schon erraten, aber schreibt mal in die Kommentare, wie viel ihr richtet habt. Oh Mist, wer hat eine Freundin? Der rechts nicht, der ist krank. Links. Ganz offensichtlich links, weil... Ah ne, rechts. Lippenstift an der Tasse. Da. Gerade noch so. War eine knappe Kiste, aber ich habe am Anfang auch noch geredet. Okay, wer hat eine Freundin? Rechts ist easy peasy, lemon squeezy. Warum fragt ihr euch? Wegen den kleinen Plüschpantoffeln. Da brauche ich keine 7 Sekunden, da brauche ich 2. Ich bin der geborene Meisterdetektiv. Hier lösen sie es nicht mal auf. Hier sagen sie, du sollst einen Kommentar schreiben. Also, ich meine, ich habe es schon aufgelöst. Es tut mir leid. Aber ihr könnt, wie gesagt, in der ganzen Stadt fällt der Strom aus. Gerne schreiben, wie viele ihr richtig hattet. Also bis jetzt bin ich bei 100%. Tim ist zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus. Er wird bald entlassen. Aber, als der Strom wieder da ist... Ist Tim weg? Kommt die Schwester ins Zimmer. Und findet Tim erstochen vor... Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Tim ist tot. Wer war's? Krankenschwester, Putzfrau, Arzt oder Tims Frau? Das ist schwierig. Die Krankenschwester sagt, ich war im Ärztezimmer, bis der Strom wieder da war. Okay. Ich habe einen Tee im Belegschaftsraum getrunken. Ich war bei einem Patienten, sagt der Arzt... Ich habe mir etwas am Snackautomaten geholt, sagt Tims Frau. Ich meine, der Arzt lügt nicht. Wenn der Arzt sagt, er war bei einem Patienten, kann ja gut sein, dass er bei Tim war. Und Tim, ne? Ich sag nur, was wir alle denken. Aber bei dem hier muss ich sagen, bin ich mit... Tims Frau? Der Automat braucht Strom? Außerdem kann sie nichts gekauft haben. Ja, aber sie kann ja wohl mal trotzdem beim Automaten gewesen sein. Na gut. Da war es wohl Tims Frau. Gebe ich zu. Nicht mehr 100%. Eins falsch. Wer ist der Terrorist? Oh Gott, ich sehe es gar nicht. Ich weiß es nicht. Leute, wer... Okay, wir gucken es uns nochmal an, ja? Weil ich denke mal, wir alle strugglen mit dem Terroristen-Ding hier. Okay, der Zug kommt. Er verhält sich verdächtig. Aber die haben alle irgendwie so Blätter in der Hand. Ich sehe keinen, der sich extra verdächtig verhält. Er? Warum denn er? Es ist einfach einer, der in den Zug gegangen ist. Der ist noch... Okay, er hat eine Tasche dagelassen. Okay. Okay, er hat eine Tasche... Okay, fair enough. Er hat die Tasche dagelassen. Die sind echt schwer. Okay. 2 falsch. Trotzdem noch viele richtig. Wir gucken weiter. Okay, wer ist jetzt der Terrorist? Okay. Ja, ich... Okay, der Mann im Hintergrund, der hatte irgendwas unter die Bank geschmissen. Sage ich. Das habe ich gesehen. Er hier ist es. Nein, er? Nein, was, die Frau... Das ist ja wohl ein Witz. Der Typ, der die... Der Typ, der was unter die Bank geschmissen hatte, war viel verdächtiger. Es ist... Okay. Augen auf im Straßenverkehr. Die sind echt schwer. Hattet ihr die richtig? Die beiden letzten? Okay, ich konzentriere mich jetzt. Ja, Denkerkölbchen aufgesetzt. Okay, was sind denn jetzt hier? Ich gucke schon mal, ja? Das ist ja fair enough.
Ich guck schon mal, was hier Gegenstände sind. Er hier, er hier, er hier. Er hat Dynamit. Ganz offensichtlich. Die sind einfacher als die, also die hier, die nicht wirklich bewegt sind, sondern wo die nur so ein bisschen machen. Die sind so viel einfacher als die animierten, weil bei den animierten passiert einfach zu viel. Ja, er ist schon wieder hier. Ja, ich habe es schon erkannt. Es tut mir leid, ich kann es nicht in die Kommentare schreiben, Jungs. Okay, nächstes. Es gibt ein Erdbeben in Greenview. Danach bekommt die Polizei einen Anruf. Dring. Hallo, hier ist ein Kriminalexperte. Ich möchte einen Anruf machen. Mein Mann ist tot. Was? Ihr Mann ist tot? Er wurde während des Erdbebens von einem Schrank erschlagen? Ja, ich war zum Zeitpunkt in der Küche. Ach nee, die telefoniert gar nicht mehr. Oder? Telefoniert die noch? Doch. Ja, aber an dem Zeitpunkt war ich in der Küche und er hat hier geschlafen. Wer stellt denn da einen Schrank hin? Die sind zu Hause geblieben, meinetwegen. Aber, also, ja, ist klar, ne? Hier ist eine Säge, zufälligerweise krackt der Schrank um. Hier fehlt das eine Bein, was für ein Zufall. Der Schrank ist einfach auf ihn gefallen. Ich hab's nicht kommen sehen. Hier, er konnte nicht mal mehr schreien. Ich habe sie sofort angerufen. Junge Dame, Lügen. Ich denke nicht, dass es ein Unfall war. Ja, ist da an was dran. Ich habe es zwar schon vorher gefunden, aber ich brauche da keine 7 Sekunden. Ich hab das schon vorher gerätselt. Easy. Peasy, easy lemon squeeze. Ich weiß gar nicht, warum ich so überzeugt von mir bin, während ich einfach irgendwelche schlechten Rätsel mache. Die gefühlt einfach, ich weiß nicht, ich habe gefühlt bei mir versagt, als ich geschafft habe. Aber hey. Hat die Beine eingesägt. Ja, yeah, I know. Wer sieht verdächtig aus? Ein Flug von Kalifornien nach Alaska. Kalifornien nach Alaska. Okay, jetzt müssen wir bedenken, ja? Was sind die Informationen, die wir haben? Kalifornien, warmer Staat. Alaska, kalter Staat. Er hier ist ein warmer Mann. Er hier hat aber kein Gepäck. Er ist verdächtig, denn er hat kein Gepäck. Warum würdest du nach Alaska reisen, wo es kalt ist, ohne Gepäck? Ich merke gerade, dass es voll gegen die Idee von dem Ganzen geht, dass ich die ganze Zeit die Zeit anhalte und dann sage, ach Mensch, ich brauche ja nicht mal die 7 Sekunden. Nach Alaska fliegen ohne Gepäck oder warme Kleidung. Merkst du selbst, ne? Wer sieht verdächtig aus? Okay, ich halte die Zeit nicht mehr an. Ganz rechts hält das Buch falsch rum. Was soll ich sagen? Ich bin, Meisterdetektiv Ronja, könnt ihr mich ab heute nennen. Verkehrt herum. Das ist aber auch ein offensichtlicher. Also, das ist schon ein Brett. Das möchte ich nicht mal sagen. Wer sieht verdächtig aus? Ich meine, er guckt böse, ne? Er hat einen fiesen Blick. Aber er ist viel zu warm angezogen. Alle anderen sind kurz angezogen und er hat diesen Mantel an und die langen Hosen. Also es ist er hier. Weil warum? Es gibt keinen Grund, eine warme Jacke zu tragen. Das sage ich auch immer. Es gibt nie einen Grund, eine warme Jacke zu tragen, außer es liegt Schnee draußen. Ich hasse es. Ich hasse es, mir im Winter 15.000 Klamottenschichten anzuziehen. Ich bin so froh, dass es endlich warm wird. Okay, ein reicher Mann namens Ronald wurde tot in seiner Villa aufgefunden. Ronalds Frau rief die Polizei an. Hallo, Polizei? Sie untersuchten den Körper und stellten einen Selbstmord fest. Das glaube ich nicht. Als der Fall geschlossen wurde, heuerte Ronalds Freund einen Privatdetektiv an. Der Detektiv nahm an, dass es sich um einen Mord handelte. Ich auch. Er entschied, mit Ronalds Frau zu sprechen. Okay, was hast du für eine Ausrede, Ronalds Frau? Was ist passiert? Ronalds Frau, ich weiß nicht. Ich war den ganzen Tag am Telefon. Ich war oben und habe nur Murmeln gehört. Er suchte den Tatort ab. Ich würde gerne auch den Tatort absuchen. Ich glaube, es ist schon zu spät. Ich habe es bestimmt schon verpasst. Er fand eine Notiz, die Polizei übersah. 3242333. Der Detektiv nahm sein Handy um. Das ist voll das elaborate Rätsel hier. Was ist denn das? Der Detektiv nahm sein Handy, um die Polizei anzurufen. Als es ihm plötzlich in den Sinn kam, ich habe es gelöst. Gimme, gimme. Was hat Ronald getötet? Okay. Da brauche ich länger als 7 Sekunden, weil das ist ein Entschlüsseler. Das tut mir auch leid, wenn ich hier das Video anhalte, aber das ist ganz offensichtlich ein Code und ich muss es ja erstmal entschlüsseln. So. 2 mal die 3 ist ein E. 2 mal die 4 ist ein H. 2 mal die 3 ist ein E. Ich denke mal, der Rest wird Frau buchstabieren, aber gucken wir mal weiter. 3 mal die 3 ist ein F. 3 mal die 7 ist ein R. 3 mal die 2 ist ein A und 2 mal die 8 ist ein U, die Ehefrau. Ich hab's schon, ich hätte es vielleicht in 7 Sekunden geschafft. Ich nicht. Aber
Ging schnell. Es ist ein easy one. Ja gut, jetzt macht er nochmal die gleiche Auflösung, die ich schon gemacht habe. Ich denke mal, wir alle wussten schon, dass es die Ehefrau war. Ich meine, wer sonst? Es gab keine anderen Charaktere, die wir kannten. Wer hätte Ronald sonst getötet haben können? Wir kennen sonst niemanden hier in diesem Szenario. Aber gut. Meinetwegen, ja? Nehmen wir. Adam ist der Leiter der Flughafensicherheit. Alter, Adam ist buff. Aber Adam hat ein bisschen ungleichmäßig trainierte Arme. Heute erhielt er einen anonymen Anruf. Adam hat nur Nacken trainiert. Es befindet sich ein Terrorist im Flug nach New York. Adam ist es egal. Er denkt sich, ja, Flug nach New York. Bin ich in New York? Alles easy. Ich bin nicht im Flugzeug. Er hat eine von ihm selbst erfundene Substanz in seinem Koffer. Okay. Ein Fall für unseren... Was? 10-mal mächtiger als Trotyl, was auch immer das sein mag. Aber wer auch immer das hier herausgefunden... Woher weiß denn die Person, dass das 10-mal mächtiger ist als Trotyl? Ich sag, das ist der Anrufer, ist es. Der Scanner kann diese unbekannte Substanz nicht erkennen. Adam inspiziert selbst das Gepäck der Passagiere durch den Scanner. Alles klar, okay, wir inspizieren mit. Zoomen wir ran? Ja, wir zoomen ran. Sehr schön. Hier ist ein iPad. Hier ist ein Notizblock. Hier ist ein Kabel. Hier ist ein Taschenrechner. Hier ist, weiß ich nicht, was das ist. Ich glaube, ich finde es nicht. Kopfhörer, Schlüssel. Weiß ich nicht, was er hier ist. Ja, ich habe es nicht gefunden. Aber Adam hat es gefunden. Mist. Das ist jetzt ärgerlich. Ah, okay, wir haben nochmal Zeit. Wo ist die gefährliche Substanz? Wir nehmen die 7 Sekunden, ja. Wir nehmen es ernst. Wir können auch mal verlieren. Ja, ich sag hier unten rechts. Unten rechts. Was? Dieses Handy hat nichts im Inneren, außer den Knopf. Oh. Es hat keine Prozessoren, die man sieht. Ja, ja, das habe ich gesehen, richtig. Unten links wollte ich sagen. Mist. Ja. Das hätte ich sehen können. Habt ihr das gesehen? Herr Elliot war sehr reich. Okay, wenn ich reich bin, dann habe ich auch immer so ein Säckchen Geld in der Hand. Er lebte in einem luxuriösen Haus mit seiner jungen Frau und seinen Bediensteten. Okay. Im späten Herbst erhielt die Polizei einen Anruf von seiner Haushälterin. Es war die junge Frau. Die junge Frau wollte sein Geld. Sie fand ihn erstochen im Schlafzimmer. Ja, es war die junge Frau. Das ist die einzige Person, die davon profitiert. Der Detektiv kam am Tatort an. Warum gibt es eigentlich in jedem Fall immer einen Detektiv? Er bestimmte, dass 3 Personen im Haus waren. Die Haushälterin, die junge Frau, der Koch, ich habe das Abendessen vorbereitet. Alles klar, das kann gut sein. Aber Koch, du bist verdächtig. Wieso hast du blonde Haare und einen braunen Bart? Die Haushälterin hat das Esszimmer sauber gemacht. Aber warum braucht sie denn das Esszimmer? Ah, nachdem Herr Elliot und seine Frau Mittagessen gegessen haben. Aber das ist ja dann ganz schön schnell wieder das Abendessen. Ich war nach dem Mittagessen im Pool schwimmen. Ich denke mal, Abendessen zu kochen ist zu früh. Ich glaube, das ist Quatsch. Also, ich denke, du musst nicht so früh Abendessen kochen. So lange dauert es auch nicht. Und man isst hier nicht back to back to back. Wie sagt der Koch war's. Außer mal der Koch Zugang zu einem Messer. Also. I mean, wenn es der Koch nicht war, dann ist es jetzt echt peinlich. Ist die Ehefrau? Sie konnte im Spätherbst nicht im Pool schwimmen. Mein Bruder guckt mich komisch an, weil ich gebrüllt habe, es ist die Ehefrau. Ich nehme Video auf. Warte, warum? Also man kann... Ah. Wessen Frau ist eine Mörderin? Okay. Ja, offensichtlich die Linke. Nein, die Rechte. Es ist die Rechte. Letzter Call, es ist die Rechte. Sie wollen uns baiten mit dem linken Messer. Aber sie hat hier die Brühe mit Rot. Da kommt das Messer her. Aber hier, sie hat eine Hand im Ofen liegen. Habt ihr normalerweise eine Hand im Ofen liegen? Ich denke nicht. Hab ich schon gespottet. Eats. Ich find's auch schön, wie mein Windows aktivieren Wasserzeichen einfach da drüber ist. Unangenehm. Naja, gut.
Das war's mit diesem Video für heute. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Wir uploaden immer jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Immer 13 Uhr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!